Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Bus Driver mit mir, dem Ingo Viva. Und wir vieren, Tier 4. So. Bam. Alter, die Musik ist sowas von musikgeladen. Wir sind wieder am Airport. Ja, noch immer liegt hier Schnee. Es ändert sich auch, glaube ich, nichts dran. Und wir haben 3 Haltestellen vor uns. Nicht viel, aber immerhin etwas. Oh, Koffer dürfen sie aber nicht mitnehmen. Also das ist ein bisschen viel, muss ich sagen. Gerade sie, junge Mann, da mit der blauen Kappe. Irgendwie steigen gar keine ein. Doch jetzt. Wupp. Und wupp. Geile Sache. So. Boah, ist das kalt. Ist das kalt geworden. Im Exit. Überall Exit. Wo man auch hinschaut, Exit. Ja. Ich habe mir letztes Mal den Unfall doch gehabt. Weil so stoll in die Kurve gegangen sind. Weil der Bus natürlich keinen Winterreifen hat. Ich wollte es gerade Sommerreifen sagen. Scheiß die Wand an, ey. Okay. Das wird wieder eine sehr schöne Fahrt, ja. Bei Schnee sowieso. Und es wiederholt sich was. Beim letzten Mal zum Beispiel hatten wir eine Gefängnisfahrt gehabt. Und was hatten wir noch? Mal ganz kurz überlegen. Wir hatten eine Dings gehabt. Boah! Alter, wie ich drifte. Sehr schön. Eine Dings, eine Doppeldeckerfahrt, ja, mit so einem englischen Bus. Und die hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal nach Old Town. Nach Central Business District. Alter, was da? Central Business District of Scientology. Oh, das ist ein Schild umgekippt. Oh, Bus, was machst du denn? Okay, bleib mal schön auf deiner Spur. Ja, ich will dich hier nicht sehen. Hupen. Moin, Junge! Na du? Okay, jetzt müssen wir wieder durch den Albtraum fahren. Jawohl. So macht man das. Um schnell vorwärts zu kommen. Ja. Ich glaube, ich würde mich so wegömmeln, wenn man wirklich mal so ein Busfahrer sowas machen würde. Wow, natürlich ohne Gäste. Auf Seite, ihr Autos. What the fuck, Alter, da war gerade ein kleiner Ruckler drin. Ein Ruckli und Ruckli. Meine Nase juckt gerade. Boah. Komm, einfach mal rüberfahren. Linke Spur. Ihr seid ja eh viel lahmarschiger als ich. So, wieder rüber. So, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, wir bleiben auf der Spur hier, auf der mittleren. Weil, wie es der Karte laut ausschaut, müssen wir auf der bleiben, oder? Ja, guck mal. Sehr schön beobachtet. Irgendwo. Sehr schön, sehr schön. Okay, oh, nee. Das wird tödlich. Das wird tödlich. Oh, 2 lahme Autos. Rentner drin. Oh, ganz ruhig. Ja, komm mal. Hör mal, du machst das. Hä, was dreht er denn? Alter Vater, ey. Okay, was ist das? Out of lane. Use Blinkers. Ja, sicher. Mach ich doch gerne, ja. So. Oh, wie juckt der meine Nase jetzt auf einmal? Liegt es vielleicht an meinem Bart, der in der Nase juckt? Also hier geht es auf jeden Fall in beiden Richtungen zum Central. Und jetzt fahren wir gleich über die Golden Gate Sprit, glaube ich, heißt die. Ich bin auch noch nicht drüber gefahren. Oh, Alter, der ist umgekippt. Sehr schön. Nicht die Brücke aus San Francisco eigentlich? Na ja, egal, komm. Die Entwickler haben es sowieso nicht so mit wahrheitsgetreuen Sachen. Werbung machen sie, ihre eigene Werbung. Da
kann man mal sehen, dass das Spiel, denke ich mal, wirklich ja, keine Finanzierung großartig hatte. Aber es ist wirklich ein Spiel, was man okay spielen kann. Also es ist jetzt nicht so, wo ich sage, oh, es ist so dreckig scheiße. Es ist einfach, mein Gott, man fährt seine Runden hier und ja, man labert ein bisschen dabei. Jetzt im Let's Play natürlich, so alleine zu Hause, das würde man, sagen wir mal, so für zwischendurch zocken. So, ja, ich habe nichts Besseres zu tun. Ich mag mein Leben nicht. Keine Ahnung. Aber ich finde es eigentlich ganz okay. Und da ist ein McDonald's oder Burger King. Oh, komm, Lahmarsch. Muss ich euch dann alle überholen? Ey, was ist denn los hier? Komm, wir müssen sowieso auf einer anderen Spur. Jetzt wird's kritisch, jetzt wird's kritisch. Ich düse mal volle Kanne durch. Krankenwagen. Ja, da war bestimmt ein Patient drin. Der hat sie jetzt ausgeschissen. Herr Doktor! Oh, wir wurden gerammt. Scheiße. In dem Alter hätte ich das nicht gedacht. Alter, das war jetzt knapp. Das war richtig knapp. Und ich muss ja sagen, das Spiel hat wirklich viel, viel Action drin im Spiel. Also in welchem Spiel hat man solche Verfolgungsjagden, auch wenn jetzt keiner hinter mir ist, der mich verfolgt. Aber ich kann es mir ja vorstellen, dass ich verfolgt werde. Zum Beispiel der Film Speed oder Hard am Limit oder nee, Speed heißt er, glaube ich, mit Keanu Reeves und mit Sandra Bullock, wo sie halt jetzt nicht unter 40 km/h fahren dürfen. Oh, wir müssen hier ab. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall dürfen sie nicht, ja komm, dürfen sie nicht so und so viel langsamer fahren. Und das war so, das spiele ich jetzt nach. Ich muss einfach vorstellen, ich bin Sandra Bullock, ja, und neben mir steht gerade Keanu Reeves und schnauzt mich an, halt dein Limit, halt dein Limit. Und draußen fahren halt andere Polizeiautos und in der Luft sind halt Helikoptoren. Ich bin live im Fernsehen natürlich. Bei K-News. So wie das in Amerika immer alles so heißt, so schön. Okay, muss langsamer werden. So, die ersten gehen raus. Mal gucken, wie viele es sind. Bin mal gespannt. Aber 20 steigen neue ein. Das komische ist, warum steht da keiner? Ach so ist das. Das Päusle gemacht. Aha. So, jetzt fahren wir nach Bierno West Vista. Buena Vista. Ich wollte gerade schon sagen, was ist jetzt mit dem Spiel los, ey? Wird jetzt irgendwas verkehrt gemacht oder so? Ach komm, leck mir doch die Füße. Ich dachte, ich könnte fahren. Muss ich geradeaus? Entschuldigung. Es gibt wieder Minuspunkte. Abzüge in der B-Note. Das ist so ein Messegelände, glaube ich, hier. Wenn ich da jetzt drauf komme, weil über mir sind Schienen. Und das sind so Magnetschienenbahnen, glaube ich. Und sowas gibt es meistens immer an... hier, sag schnell. An... ich komme jetzt nicht drauf. Messen. Vor Flughäfen. Zum Spiel auch. So, ich habe jetzt noch 65 Meter, 64, 63 und da vorne ist wieder eine Ampel. Boah, ich könnte kotzen. Ey. Aber, nee, es war gar nicht. Ich darf aber. Und nochmal eine Ampel. Oh. Ich kriege Rollkrampf. Muss ich lang?
Da lang. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt wieder hinfahre. Ins schöne Hotel. Ja, komm, ey. Genau, das ist so ein Schlosshotel. Und ich bin da. Gib mir Money. Ich danke. So, und eine ganz normale Rundfahrt. Westminster Bus Station. Das ist doch, ey, Westminster. Gibt es das in Amerika auch? Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Na komm, machen wir doch. Da-da. Press any key. Ja. 13 Haltestellen. Oh, geil. Das freut mein Busherz. Oh, Entschuldigung. Treten Sie ein. Hey, warum? Proper Blinker, User. Hab ich auch 10 Punkte für bekommen. Was wollt ihr denn? Aber irgendwas stimmt mit denen nicht. Ich habe gerade eine Cola getrunken, ein bisschen. Aber jetzt muss ich grad volle Kanne. Kann ich jetzt rülpsen. Aber das mache ich natürlich nicht. Ja, ich bin ja ein ordentlicher Mensch. Hab gute Manieren gelernt. Bei Knicke. Die Hauswirtschaftlerin, da habe ich immer geknicke-knacket. Wer sind die denn alle jetzt, wo ich hier muss? Hutton Cross, Wellington, Surrey. Okay. Der fährt mit einem halben Reifen im Boot. Ich glaube frisch. Oh. Ja, falsche Spur. Den muss mal ganz kurz. Rüber. Tut mir leid. Ich muss hier leider rüber. Jetzt krieg ich Ärger. Was will der Abfall, ey? Spüre meine Macht, Bösewicht. Schön, bei so einem Sonnenaufgang oder ist es eher so ein Sonnenuntergang? Ich glaube, es ist Sonnenaufgang. Es sieht so friedlich aus. Perfekt eingelenkt. Was wollt ihr denn? Mann! Okay, schon alle ausgestiegen, alle Schnauze voll. Jetzt habe ich wenigstens wieder gut gelaunte Passagiere an Bord. Ach guck mal, das sind die lachenden Gesichter. Lachen, nichtssagend und böse. Jetzt sind sie gleich. What the fuck hat der? Ist der gut eingebogen? Alter Vater. Hm.
Oh, habe ich ein markantes Gesicht, sehe ich gerade. So ein verschmitztes Lächeln. So ein typischer Wolf-Dieter-Verschnitt. Ah, komm, das ist ein Doppelpunkt. Das stört mich überhaupt nicht. Was eigentlich, wenn ich den Pfeil mal folge? Mach ich mal. Mal gucken, ob ich da perfekt dann reinkomme. Mal gucken, wie so wie beim Formel 1, wo dann so die Hilfen sind, ob das jetzt auch hier so eine Hilfe ist für mich. Muss ich mal versuchen. Oh, war doch schon ganz ansehnlich. Downtown. So, nächste Haltestelle Witham. Danach kommt Philip Lane, dann kommt Islington, dann Eltham, dann kommt ganz zum Schluss Hammersmith. Hammersmith. Hört sich an wie so eine Band, finde ich. Hammersmith, yeah. Ah, aber trotzdem ist es noch gut gelaunt. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich tot. Da ist es. Anhalten. Stopp. Sehr schön. Nächste Haltestelle, Philip Lane. Ausgang rechts. Alter, was machst du denn? Kannst du mich einfach hier anhalten? Oh, da ist ein Obelisk. Da ist irgendwas Amerikanisches. Na, konntet ihr erraten? Richtig, das war die amerikanische Hymne. Ich muss sagen, das ist, also ich bin zwar Deutscher, aber ich finde die amerikanische, finde ich persönlich, schön. Die Deutschen natürlich auch, aber das ist so, weiß ich nicht, das ist einfach schön. Oder zum Beispiel die DDR-Hymne, die es mal gab. Ich kann es jetzt nur pfeifen. Ich versuch's einfach mal. Warte mal. Mal kurz mal gut ausprobieren. Okay, warte. Achtung. 1, 2, 3. Jetzt fällt's mir nicht mal ein. Scheiße. Warte mal, wie ging's denn nochmal? Muss doch irgendwie wissen. Ich hab die ganze Zeit die amerikanische im Kopf. Wie ging die nochmal? So ging die. Genau. Dann gibt's dann natürlich die deutsche. Nee. Die deutsche. Und dann wird schon wieder amerikanische. Ich weiß gar nicht, was ist mit der ab? Aber gut, jetzt habe ich sie gerade im Ohr. Okay. Höher komme ich nicht mit dem Pfeifen. Ich bin kein Pfeifer. Ich bin eigentlich mehr so ein... Ja. So einer bin ich eher. Da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt einmal die Pfeifer, die halt wirklich dann rumlaufen und so. Dann gibt es halt die Lied nach Summen. So. Dann gibt es natürlich noch die, die es ganz normal singen. Aber das mache ich jetzt nicht. Hahaha, hätte ich wohl gedacht, ne? Oh, er singt jetzt das erste Mal in einem Let's Play. Ich so, nein.
Mag ich natürlich nicht. So. Dann gibt es noch die... Die immer nur... Das sind die, die es nicht wissen. Die Melodie zwar im Kopf haben, aber selbst... krumm und schief sind. Also ich bin eher der Typ, der wirklich dann sagt, okay, ich pfeife es ab und zu. Ich bin so alles eigentlich. Singen, okay, das ist eigentlich weniger. Aber das mache ich wirklich gerne. Dass man ab und zu im Auto ist und dann... So, ne? Oder mal, weiß ich nicht. Klopfen mache ich auch gerne. Oh, Scheiße, ich bin zu schnell. Klopfen. Genau, also ich im Auto sitze und wenn ich mir irgendwie ein Lied anhöre, dann dazu, dann am Lenkrad, dann klopfe. Einmal hatte ich, das weiß ich noch, da war ich im Auto und dann Autobahn, da fuhr auf neben mir so ein VW-Bus war das, aber ein älteres Modell, an mir vorbei. Oh, Lokomotive! Ohne dass sich die Reifen drehen. Sehr schön, realistisch. We like. Oh, das, guck mal, das war jetzt die Cola. Das war jetzt die Cola. Ich habe ja gesagt, ich habe Cola getrunken. Was ich ungern eigentlich mache. Cola ist eigentlich so mein Favorite Drink. Aber ich habe einfach was gehabt zu Hause. Du hast doch immer noch neben mir stehen. Und sogar noch eine zweite Literflasche. 1,5 Liter Flasche. Mein Gott. Und hatte auch nochmal zwei gehabt, aber zwei Stück habe ich schon leer getrunken. Aber auch über die ganze Woche verteilt natürlich. Nur ich kann halt nicht immer... Wasser, 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 Wasser. Ohne Spaß. Da kriegst du ja... Das ist ja unnormal. Oh, was hat der denn gemacht, ey? Habt ihr das gesehen? Das war ja schon eine Unfreundlichkeit in Person. Okay. Wieder freundliche Gäste, frische, die ich jetzt erstmal wieder verhunzen kann. Auf meiner letzten Strecke, die ich jetzt fahre. Visit 42 online. Wir sollen auf der Internetseite 42, ob es die überhaupt noch gibt, ist ja meistens bei so Spielen, die schon älter sind, dann gibt es meistens gar keine Publisher und so mehr, weil die sich schon aufgelöst haben. Ich würde gerne mal wissen, die Stückzahl von diesem Spiel, wie oft das Spiel verkauft worden ist. Und ich schlecker mit den Ohren, wenn plötzlich da stehen würde, weiß ich, 1, noch was Millionen Male. Das glaube ich noch nicht mal. Zip, wieder aussteigen. Das ist auf jeden Fall ältere, also sehr altes Spiel schon. Okay. Jetzt kommen die Penalty. Oh, Alter. Aber trotzdem 4000er was Punkte. Ich finde, das ist echt schön. Sehr gut. Dann machen wir morgen weiter bei Long Distance School Transport. Ja, wieder kleine Pissblagen wieder in die Schule bringen. Und was für eine Strecke. Müssen wir über eine Brücke fahren auf jeden Fall. Am See vorbei. Guck mal, das sieht eigentlich richtig cool aus. Aber es sind halt Pistblagen. Und ja, darf ich sagen. Dankeschön fürs Zuschauen bei Bus Driver mit mir, dem Ingo Viva. Lasst dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!